Und damit herzlich willkommen zurück in meinem Mix-Universum. Ich bin der Shintuaga und ja, ich bin schneller wieder da als gedacht. Man sieht es vielleicht unten schon, ich habe auch neue Nachrichten bekommen in der Zwischenzeit. Die schauen wir uns aber gleich an, denn wie wir sehen, der Gastransport läuft. Ich habe das jetzt beobachtet, der Zyklus funktioniert. Und entweder habe ich das im Vergleich zum letzten Mal einfach nur nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder aber, ja, es war halt einfach nur Zufall, dass es funktioniert hat. Denn auch der Siliziumtransport ist, wie man sieht, hier wieder am Start. Und zwar das Geheimnis, warum die nichts mehr gemacht haben oder warum beide nichts gemacht haben, obwohl der Siliziumtransport eigentlich funktioniert hat, lag in den Preisen begründet. Und ich muss hier mal ein bisschen nachschärfen. Ich hoffe, das war es dann jetzt auch wirklich. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar habe ich hier beim Silizium einen festen Verkaufspreis genommen, nämlich 111 Credits. Und bei der automatischen Preisfindung sind es halt 143 Credits. Soweit so klar. Aber bei dem Siliziumtransport war halt, ich weiß nicht mehr welcher Preis, ich glaube, den habe ich nämlich nicht verändert, nämlich 112 Credits. Das heißt, die Bergbaustation hat ein Stück Erz für 143 Credits angeboten. Ich habe ihm aber gesagt, maximal 112 darfst du bezahlen. Und deswegen hat er nichts eingekauft. Er hat einfach kein passendes Handelsangebot gefunden. Das hat er ja auch immer gemeldet. Tatsächlich war das der Grund. Theoretisch könnte ich natürlich den Wert immer hier auf Maximum treiben. Dann würde er immer da einkaufen, egal was dann bei dem bei der Bergbaustation eingetragen ist. Von daher ja, ist das das Problem gewesen. Also man muss immer gucken, denn hier gibt es keinen automatischen Verkaufspreis. Und sprich, entweder stellt man den Preis bei der Bergbaustation und beim Gas ist es ähnlich, dann einmal fest ein. Da muss man dann beim Wiederholungsbefehl aber darauf achten, dass dann das auch passt mit dem Einkaufspreis und Verkaufspreis. Sprich, habe ich jetzt, um das nochmal klar zu machen, habe ich jetzt hier ihm gesagt, maximaler Einkaufspreis pro Stück dürfen 112 Credits sein. Sobald die Bergbaustation das aber, und das passiert bei einer automatischen Preisanpassung, weil da werden die Preise immer der Menge angepasst, das heißt, der verändert sich. Und sobald er dann über 100, bei 113 Credits und aufwärts liegt, sagt sich der Siliziumtransport, nö, kaufe ich nichts ein, weil ich darf hier nur maximal für 112 einkaufen. Also rein theoretisch, und das machen wir jetzt auch so, kann ich jetzt hier maximal 150 sagen. Hier beim Verkauf ist es eh egal. Ja, wobei, nee, so ganz egal ist es nicht. Je geringer der Preis ist, desto besser ist es wahrscheinlich. Dass es dann auf jeden Fall auch verkauft wird, weil für den günstigsten Preis nimmt jede Station alles ab. Und dann gehen wir jetzt nochmal in die Bergbaustation rein. Und, ja. So. Das Problem ist nämlich, jetzt wenn ich den Minimalwert hier annehme, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich habe das nämlich auf Selbstversorgung gestellt, aber für 111 kommen die natürlich alle und reißen mir die Bude ein. Das will ich natürlich auch nicht. Und 150 ist auch der Maximalpreis. Das heißt, der kauft so oder so hier ein. Ne? Also ich habe jetzt auf 150 gestellt, auch bei 143 kauft er noch ein. Und so haben wir aber noch die Möglichkeit, auch noch an andere Völker das Silizium, was wir hier abbauen, zu verkaufen. Weil, wie gesagt, das werden wir sowieso nicht alles auf einmal brauchen. Mittlerweile. Und wenn es dann doch mal so sein sollte, dass wir definitiv nur allein das Silizium brauchen, erreiche ich halt einen Klick und ich kann das hier wieder umstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber so sollte das jetzt auf jeden Fall funktionieren. Deswegen habe ich jetzt entschieden, Siliziumtransport, maximaler Einkaufspreis 150. Wie gesagt, das ist ja sowieso mein eigenes Konto, was hier hin und her gewechselt wird. Das geht sich auf Null aus. Nichtsdestotrotz wäre es schöner, wenn Egosoft irgendwann nochmal eine Funktion einführen würde, dass diese Kaufen und Verkaufen Situation bei Handel mit eigenen Stationen nicht ins Gewicht fällt.
Vielleicht gibt es dann irgendwann noch eine Möglichkeit. Ne? Also wie gesagt, 150 habe ich eingestellt. Das heißt, er kauft definitiv immer hier ein. Und ich kann jetzt auch zum guten Preis Silizium an die Völker verkaufen, an die anderen. Wie gesagt, wenn ich das manuell hier einstelle auf 111, dann kauft natürlich mein Siliziumtransport nach wie vor ein, wenn ich da auch auf 111 gestellt habe. Aber halt auch alle anderen Völker können dann für 111 einkaufen. Das will ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt so. Und dann sollte sich das ausgehen. Und ähnliches ist jetzt auch mit dem Gastransport, weil da scheint nämlich jetzt zu laufen. Da habe ich jetzt ähnliches gemacht. Genau. Na, und das funktioniert jetzt auch. Er ist also wieder auf dem Weg zum Hauptquartier. Also das klappt. Hier würde ich sagen, stelle ich jetzt auf Maximum. So. Und hier auf Minimum. Genau. So, dann können wir hier nämlich auch zum automatischen Preis verkaufen. Ja. Jetzt Methan, da muss ich jetzt noch ein Schiff für bauen. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt will ich gerade nochmal schauen. Wir nehmen am besten den gleichen Gastransport wie... Wobei, eigentlich sollte sich das doch auch jetzt mit einem Transport ausgehen, oder? Aber ja, wir machen das jetzt so. Weil da muss ich dann wieder warten, bis er den Laderaum leer hat, bevor ich ihm wieder sage, er kann jetzt wieder anderen Kram kaufen. So, wir nennen das Ding jetzt Heliumtransport, genau. So, und du bist ein Plutosgas. Dann schauen wir mal. Na, ich will hier... Ah, es ist hier eine Ares, die fertig ist. Schiffe kaufen. Größe M passt mir zwar jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt. So, den wieder als Gastransporter. 1,2 Millionen. Okay, gut. Da, den Ares schicken wir schon mal los. Gleich mal gucken, ob ich da nicht eh noch weitere in der Pipeline hab. Weil ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich da sogar mal mehrere in Auftrag gegeben habe. Nee. So, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen warten. Gut, aber das scheint zu funktionieren jetzt langsam. Dann schauen wir noch mal die Nachricht. Freie Liga von Hatequa. Die wollen mich befördern, tatsächlich. Jo. Dann machen wir das gleich, würde ich sagen. Wo müssen wir da hin? Wahrscheinlich da, wo wir auch Reno Mara getroffen haben. Jo. Das Schiff wird bald abdocken. Genau. Du fliegst mich mal dahin, Basten. Damit ich mich weiter um mein Imperium kümmern kann. So, die geometrische Eule müsste mittlerweile... Nee, okay, war wohl nichts drin. Oh, hier gibt es auch nochmal einen Beschleuniger. Interessant, den gucken wir uns danach mal an. Das ist, ich weiß nicht, warum die mir jetzt alle erst auffallen oder ob die seit dem Patch 4.2 eigentlich irgendwie automatisch angezeigt werden. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist auch nochmal ein Beschleuniger. Achso, ja gut, okay, das ist ja der, wo ich von ausgehe, dass der Bündnis der Worte hat hier ein Raumpier. Ist alles Bündnis der Worte hier? Keine Ahnung. Genau. Wo ich ja von ausgehe, dass hier nochmal ein Beschleuniger hier rüber führt. Und das sehen wir dann, wenn er das alles aufgedeckt hat. So, die Schildkomponentenfabrik. Wie sieht es denn hier überhaupt mal aus? So richtig vorwärts scheint es hier ja nicht zu gehen.
Und es ist schon wieder ein bisschen mehr gebaut worden. Wahrscheinlich alles überdimensionierter, als ich es eigentlich brauche. Aber es ist hier alles für den Dackel, alles für den Club. Erreiche profitabler Handel. 4. So, aber hier wird definitiv noch hin und her geschoben. Energiezellen, Hüllenteile und so weiter. Also so ist es nicht. Da passiert also was. So, wir müssen jetzt dann 13 Ares haben. Das heißt, 11 brauchen wir noch. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen froh, wenn die Mission erledigt ist, weil dann haben wir hier ein bisschen bessere Übersicht wieder, wenn wir die Schiffe alle übergeben haben. Ja, wie gesagt, das mit dem Gas ist jetzt nicht mehr ganz so entscheidend. Also wie wir sehen, sind wir hier mittlerweile super aufgestellt. Jetzt haben wir nämlich das andere Problem hier, dass jetzt die Kühlmittel... Da machen wir jetzt mal folgendes. Verkaufsangebot erstellen. Sagen wir mal 10.000 behalten wir immer. Ne, stopp. Und zwar keine Beschränkung. Dass notfalls das Helium, wenn es zu viel ist, verkauft werden kann. Das machen wir immer so. Vielleicht spült es ein bisschen Credits in die Kasse, weil Superfluid-Kühlmittel wird halt, ne, jetzt haben wir wahrscheinlich schon zu viel Lieferung immer an Zeug. Oh, hier kommen aber ordentlich Hüllenteile, werden gleich abgekauft, sehr schön. Spült alles Geld in die Kasse und ich brauche es, wie gesagt, dringend notwendig. Und habe jetzt nochmal entschieden, erstmal die Paraniden-Quest-Reihe mit der kleinen Flotte übergeben, weiterzumachen. Erreiche System 18 Milliarden. Um mich dann um die Maya-Schnecken- und Sojabohnenproduktionen zu kümmern. Ich da ja auch richtig erinnere, habe ich das ja auch schon probiert irgendwie zu scannen und oder beziehungsweise Modul irgendwie erreiche zu bekommen. System. Stiller Zeuge. Aber da war halt, da wo ich zuletzt war, einfach nur ein Produktionsmodul. Das heißt, da wurden wahrscheinlich die Sojabohnen und die Maya-Schnecken einfach angeliefert und dann produziert und nicht gleich mit angebaut, so wie ich das mit meinen Stationen eigentlich alles immer machen möchte. Aber gut, es ist wie es ist, ne? Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann auch mal wieder ein bisschen was verkaufen. Oh man, das ist... Achso, ich wollte gerade sagen, das ist mein Schiff, was wahrscheinlich die Dinger dann verkauft. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das ja dem Sonnenkraftwerk zugeordnet. Genau, das müsste die Seeschwalbe hier sein. Bei Händler, ja. So, einfach nur, dass wenn ich es irgendwo sehe, weiß, was es ist. Was eine Mission ist. Ich will es nicht beschreien, aber was halt auch auffällt, ist, dass wir momentan ziemlich Ruhe von den Kark hier haben. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Gut, dann sind wir gleich da, um uns das befördern zu lassen.
Und währenddessen, glaube ich, die geometrische Eule hatte ja Ressourcensonden noch an Bord. Genauso sieht es aus. Dann würde ich sagen, machen wir das auch so, dass wir hier schon mal Ressourcensonden auslegen. Und hier würde ich sagen, das können wir noch ein bisschen nach außen machen. Das noch ein bisschen nach da. So, perfekt. Vielleicht findet er ja auch schon irgendwie was. Aber vielleicht gibt es auch gar keine Verbindung zum profitablen Andenken, aber das will ich ja gerade herausfinden. Gut. Gehen wir schon mal nach unten. Nemesis, Verteidiger. Immer schon mal hier sind, wobei war ich nicht hier schon, um zu gucken wegen der wegen Fruchtsalat und so weiter. Schön Sie zu sehen, Freund. Hatikwa verfolgt Ihre Taten schon seit einiger Zeit. Wir sind uns einig, dass Sie mehr verdienen als bloße Beachtung. Ich bin erfreut, Ihnen einen neuen Rang innerhalb der Freien Liga von Hatikwa zu verleihen. Natürlich geht dieser Rang mit einer Reihe von Vorteilen einher. Diese Vorteile sind an den Rang gebunden. Sie werden sie verlieren, wenn Sie den Rang verlieren. Wenn ich mir aber Ihre Geschichte anschaue, glaube ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Diese Belohnungen passen zu den Anstrengungen, die Sie unternommen haben. Machen Sie das Beste daraus. Noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir freuen uns schon auf Ihre zukünftigen Erfolge. Viel Glück da draußen. Schön, Sie zu sehen, Freund. So, aber hier Lizenzen. Ach, da brauche ich Ansehen 20 für, aber das Handelsangebot, Abonnement der Freien Liga, ist relativ günstig. Viel Glück da draußen. Was natürlich aber schön, auch, Sie zu sehen, Freund. Auch daran liegt, dass sie keine Riesenfraktion sind. So. Ja, hier kann man jetzt hier verschiedene Schiffe kaufen, aber halt auch nichts sonderlich. Halt, die haben halt von allen Fraktionen etwas. Jo, aber die Pläne werden halt erst interessant, sobald ich meine eigene Werft habe. Viel Glück da draußen. Gut, haben wir das erledigt. Das ist wahrscheinlich die andere Nachricht nochmal, dass ich befördert worden bin, ja. Gut. Ich wollte gerade fragen, was hast du am Ressourcensonden auslegen nicht verstanden? Warum zeigt er mir nichts an? Okay, ich kann die sogar deaktivieren von hier aus, ist ja spannend. Ist hier einfach nur nichts oder? Okay. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Gucken wir mal, ob das bei den anderen auch so ist. Und dann kann ich die hier eigentlich dann wieder einsammeln. Ja, die kann ich definitiv eigentlich wieder einsammeln. Ja, wollte doch gerade sagen, die anderen zeigen doch hier alle was an. Jo, da kannst du gleich im Anschluss wieder einsammeln. So.
Jo, da scheint wohl nichts Interessantes gewesen zu sein. Mal gucken, ob es hier besser wird. Zeigt auch nichts an, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Ich verstehe das System gerade nicht dahinter. Aber hier scheint ja doch was zu sein. Aber er zeigt mir nicht mehr die einzelne Sonde an, sondern jetzt irgendwie... Doch jetzt. Ja gut, dann kannst du den letzten Befehl auch wieder löschen mit dem Einsammeln. Ah ne, das bist du ja gar nicht. So. Aufstellbares Einsammeln. Na gut. Mir geht es ja nur darum, dass die Informationen verfügbar sind, falls meine Schiffe das irgendwie noch brauchen. Aber dass hier noch kein Beschleuniger gefunden worden ist, könnte halt echt daran liegen, dass der gar nicht hierhin führt, sondern nochmal ganz woanders hin. Da ich dahinter jetzt keinen Xenon-Sektor erwarte, würde ich sagen, ich schicke die geometrische Eule einfach mal dahin. Und guck dann, wo sie so rauskommt. Jo, so machen wir das. Jetzt zeigt es an, so wie ich es gewohnt bin, okay. Auf jeden Fall reichhaltige Vorkommen hier. Ja gut, hier geht's. Aber hier direkt 0,112, also 0,12 meine ich. Gut. Muss jetzt nochmal langsam hier die Schildkomponentenfabrik fertig werden, dass die auch mal ans Laufen kommt und ein bisschen Kohle generiert. Ja, es wird auf jeden Fall schon mal weitergebaut, das ist schon mal gut. Aber wie wir sehen, da ist noch einiges, was gebaut werden muss. Und ja, wie wir auch nach wie vor sehen, werden hier wirklich absolut Kleinteile geliefert. Das ist wahrscheinlich, wenn ich das händisch machen würde, wird es wahrscheinlich tatsächlich weitaus schneller gehen. Aber gut, Hauptsache es passiert was. So, was kriegen wir denn hier an Missionen angeboten? Einen Piloten, Moral ein Stern, Pilot ein Stern. Sollte ja fast schon einfach sein, aber... Okay, hat sich erledigt. Angebot abgelaufen, so schnell geht das. Na gut. Mir jetzt gerade ein bisschen irritiert, wo sind jetzt all meine Schiffe hin? Sie haben mir nur noch meine Stationen angezeigt. Ah ja, weil auch Station ausgewählt ist. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Gut, wir schauen nochmal. Da ist der Gas. Den nennen wir jetzt Methan.
Methan Transport 1. So, die Frage ist jetzt natürlich. Kann ich helfen? Wir führen mal ein Pilotenseminar durch, damit er überhaupt die Wiederholungsbefehle machen kann. Das müsste eigentlich schon gereicht haben. Wiederholungsbefehle bestätigen. Gut, dann einmal wieder nach Heverswilling kaufen von Methan. Und dann, auch wenn wir das wahrscheinlich echt überhaupt nicht mehr brauchen jetzt. Ach nee, bei dem anderen wollte ich ja... den Maximalpreis nehmen, genau. So, und dann checken wir das gleich nochmal gegen bei der Garstation. Logistische Übersicht, Methan. Erwarte Befehle. Keine Beschränkung, genau. Verkaufsangebot 53 Credits maximal. Das Kaufangebot bleibt aber bei Selbstversorgung. Jo. Jetzt sollte das funktionieren. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann wahrscheinlich, weil zum Beispiel nicht mehr genügend Methan und Helium im Lager ist. Aber dadurch, dass wir jetzt ja diese Quelle aufgetan haben, eine letzte Grenze, ist natürlich jetzt einiges wieder möglich. Und wir sind etwas übertrieben, was jetzt Gaslieferung angeht und so weiter. Aber vermutlich wird sich das auch noch mal ändern. Ja, und dass diese kleinen Mengen gekauft werden, könnte wahrscheinlich auch mit der Preisgestaltung hier zusammenhängen. Weil ich ja gesagt habe, 80%, glaube ich. Wobei, das war eigentlich beim Bollwerk und das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? So, ist das Ding jetzt fertig? Nee, es steht ja, benötigte Materialien, um die Änderung abzuschließen. Also ist er jetzt fertig? Wo ist, was macht Bob? Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Bob müsste doch noch vor Ort sein, ja. Aber du bist doch noch gar nicht fertig hier, oder? Nee, Quatsch, für die Bewaffnung brauchst du ja gar keinen. Naja, er baut ja auch noch die Schild, an der Schildkomponentenfabrik, ja. Klar. Der hat ja mit dem Bollwerk gar nichts mehr zu tun, der ist ja in der Schildkomponentenfabrik, das war jetzt mein Fehl. Aber ist die jetzt ausgerüstet? Ah, noch nicht ganz. Zwei von 64 Plasmageschützen sind nur gebaut. Dafür alles andere schon fertig, bis auf die M-Flagge. Also ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. So, genügend Geld ist noch vorhanden. Genau, hier sind die 80%. Ja, muss ich warten, bis die halt angeliefert werden. Aber auf jeden Fall, sie ist schon mal kampfbereit. Zumindest was die kleinen Geschütze angeht. Ist diese Station voll einsatzbereit? Gut.
Ja, was ich meine ist, dass ich hier ja auch 80% gesagt habe. Nee, sogar 100%. Okay, gut. Also theoretisch könnte der das Ding leer kaufen bei mir. Aber gut, solange hier gebaut wird, juckt mich das alles nicht. So, so geht es halt langsam weiter. Und vorwärts, dann passt das schon. Gut. Was macht die geometrische Eule? Bist du denn da? Genau. Dann erkunde mal, was dahinter liegt. Wo du jetzt rauskommst. Ja, das ist ein anderer Sektor. Okay, alles klar. Profitables Andenken 10. So, jetzt kannst du hier gleich erkunden. Genau. Deckst du wenigstens ein bisschen was ab hier. Sehr schön. Dann viel Spaß dabei. Ich könnte mir trotzdem noch vorstellen, dass es hier noch eine Verbindung irgendwie zu gibt. Weil ich glaube, zu Nopileus Glück wird es keine Verbindung geben, wobei das cool wäre. Wenn es hier auch nochmal eine Verbindung geben würde. Schauen wir mal. Jo. Und wir gucken uns den Beschleuniger in... Morgenstern an. Würde ich vorschlagen. Ja, machen wir bei der nächsten Folge. Also, Zeit geht einfach schon wieder viel zu schnell rum. Vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wenn es gefällt, was ihr hier seht oder ihr mich in anderer Form unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Like bzw. ein Abo gerne tun. Kommentare freue ich mich natürlich auch immer wieder gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.